Das ist Sally Decker, Frank. Sally Decker? Hallo. Ich bin Frank Bradham. Ich kann mir vorstellen, es war ziemlich hart für Sie. Ja, es war ziemlich übel. Zigarette? Ja, ich weiß. Ah ja. Können Sie uns ein paar Fragen beantworten? Ich werde es versuchen. Wo waren Sie, als das alles passiert? Ich saß hier am Schreibtisch und arbeitete. Und wann haben Sie gemerkt, dass da was nicht stimmt? Als ich den Schuss hörte, da drehte ich mich um und sah Jim fallen. Jim ist der Kassierer, Frank. Jim fallen? Nein, Jim Johnson. Und wer ist Jim fallen? Jims Vorgesetzter, Frank. Der hatte eine Erkältung, darum musste Jim einspringen. Einspringen? Ja, Harry einspringen, das ist der Nachtwächter hier. Wäre Harry doch nur hier gewesen. Moment mal, jetzt komme ich nicht mehr durch. Zwei Mann kamen, er schoss den Kassierer und Jim fallen? Nein, er schoss nur den Kassierer. Jim Johnson fallen ist ja krank. Also er erschoss den Kassierer und Sie erschossen zwei Mann? Nein, ich habe nur einen Mann erschossen. Zwei Mann ist der Räuber. Ja, dann habe ich zwei Mann erschossen. Dann sieht das alles ganz anders aus. Nein, ich habe zwei Mann erschossen, nachdem ich Jim fallen sah. Sie haben zwei Mann und Jim fallen erschossen? Nein, als ich Jim fallen sah, habe ich zwei Mann erschossen. Sie hat zwei Mann erschossen? Nein, einen. Einen ist der Inhaber einer Reifenfabrik, Frank. Okay. Einen ist der Inhaber der Reifenfabrik und der hat zwei Mann erschossen. Erst den Kassierer und dann wen? Zwei Mann. Sie sahen Jim fallen und erschossen zwei Mann. Nein, einen. Hm. Okay. Das wär's erstmal, Miss Decker. Wir brauchen Sie nur noch mal für ein Protokoll im Präsidium. Aber selbstverständlich. Sie haben uns sehr geholfen. Es ist jetzt klar, wie es war. Oh, wie es kann's nicht gewesen sein. Der kommt nicht vor Freitag. Also, nochmals vielen Dank, Miss Decker.